Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Wir haben in der letzten Folge den großen Kampf hier in Steinfälle beendet und alles ist gut ausgegangen. Und jetzt bin ich komplett verwirrt, weil zum einen habe ich den Gorwün oder so hinter mir stehen. Ich kann es nicht fassen. Verwundet auf meiner ersten richtigen Mission. Der zum einen gar nicht eingetragen wurde. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas mit den zwei Sachen zu tun hat. Und zum anderen sollen wir noch den Hauptmann töten hier vorne in der Stadt. Entsprechend bin ich jetzt komplett verwirrt. Aber das hier ist auf jeden Fall ein Zeichen von der Hauptquest. Also nehme ich das definitiv auch noch mit an. Ich sehe jetzt gerade hier unten einen Brief nach Dishan. Ah, er möchte uns weiterleiten nach Dishan, so wie es aussieht. Ich bin gerade aus Deshan angekommen. Ja. Detisam hat mich geschickt. Vielleicht habt ihr von ihm gehört. Er ist der Konsul der Siedlung Serkamora, oder kurz das Serk. Ich bin hier, um die Leute vor der Lodos-Seuche zu warnen. Was ist die Lodos-Seuche? Es ist eine schreckliche Krankheit, die die Lande von Deshan heimsucht. Hört mal, ich muss meine Vetterin Dandrii von mir hören lassen. Ihr könnt sie im Serk finden. Könntet ihr diesen Brief zu meiner Vetterin bringen? Das würde ich sehr zu schätzen wissen. Ich kann euren Brief abgeben. Danke für eure Hilfe. Sagt meiner Cousine, dass es mir gut geht. Wenn ihr nach Süden geht, werdet ihr das Serk nicht verfehlen. Sagt ihr, ich kehre heim, sobald ich kann. Wie wurdet ihr verletzt? Banditen. Sie haben mich ausgeraubt und verprügelt. Aber ich werde es überleben. Und blaue Flecken werden mich nicht aufhalten. Ich muss die Leute vor einer Seuche warnen. Aber eins wundert mich. Einer der Banditen hatte ein Rekrutierungsschreiben der Leitgeborenen. Ich habe es aus seinem Bündel ragen sehen, als er mich verprügelt hat. Erzählt mir mehr über die Leitgeborenen. Etisam traut ihnen nicht. Und so wie ich das sehe, gilt das auch für seine Schwester Erona. Das ist eigentlich alles zu schön, um wahr zu sein, aber sie behaupten, jeden heilen zu können, der an der Seuche erkrankt ist. Deshalb haben sie die Quarantänezone im Serk errichtet. Ich habe noch nie von den Leitgeborenen gehört. Mir ging es genauso, bis sie dann vor unserer Tür standen. Sie sind offenbar eine wohltätige Gemeinschaft, die geschworen hat, den Kranken von Morrowind zu helfen. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, hatten sie für eine Gruppe von Heilern eine Menge Waffen dabei. Erzählt mir mehr über die Lodos-Seuche. Es ist ziemlich schlimm. In der ganzen Region werden die Leute krank. Und das heißt, die Seuche würde die Erkrankten in Monster verwandeln. Stadtkonsul Detisam hat mich losgeschickt, um Hilfe zu holen und die anderen Siedlungen vor der Seuche zu warnen. Habt ihr schon jemanden gefunden, um euch zu helfen? Nun, ehrlich gesagt, seid ihr die erste Person, der ich begegnet bin. Bis auf eine Gruppe von Banditen, auf die ich stieß. Und die Kranken, die auf dem Weg nach Serk sind. Davon gibt es eine ganze Menge. Soweit ich das sehe, hat sich die Nachricht von einem Heilmittel schneller verbreitet als die Seuche selbst. Es gibt ein Heilmittel? Das behaupten zumindest die Leitgeborenen. Sie tauchten im Serk auf und errichteten eine Quarantänezone. Sie bieten jedem, der danach verlangt, ihr Heilmittel an. Aber Detisam ist nicht davon überzeugt, dass sie uns die ganze Wahrheit sagen. Ja, damit tut er auch gut, dass er da nicht von überzeugt ist. Es verwirrt mich jetzt aber trotzdem, dass es jetzt für die Schan, Rache für Haus Drees, Truppen der Vorhut außerhalb von Kragenmoor rächen. Er hat mir befohlen, ihren Anführer zu töten. Ich sollte Hauptmann Dunwell im Wager der Vorhut östlich von Kragenmoor aussuchen. Ja gut, da würde ich sagen, machen wir das nochmal eben kurz. Ich hoffe, dass das kurz ist. Und müssen den dann wahrscheinlich nur ihm umbringen. Oder halt sie. So. Jetzt muss ich noch mal. Ich sag's jetzt euer Ernst hier. Jetzt muss ich noch mal dahin. Werde ich jetzt aber nicht hinreiten, da werde ich jetzt hinporten. Moment, irgendwo da. Gott sei Dank, irgendwo war hier doch gerade noch ein Wegschrein. Und da ist nämlich auch einer drin. So.
Da. Ich habe wenig Zeit zum Reden. Dann spreche mich nicht an. Wenn du keine Zeit zum Reden hast. So, ich hoffe, du hast jetzt Frieden. Ist es vollbracht? Wurde Hauptmann Dun Veril bezwungen? Hauptmann Dun Veril wurde erschlagen. Es ist gut. Ihr habt die Stärke meines großen Hauses bewiesen und meinen Sohn heil nach Hause gebracht. Ich ernenne euch hiermit zur Hand der Drees und biete euch meine Unterstützung an, solltet ihr diese in Zukunft benötigen. Ihren Freunden gegenüber sind die Drees großzügig. Das ist schön. Und wir haben einen, ja, eine Halskette bekommen. So, normalerweise könnte ich jetzt hier ein Riesentrara machen und weiß ich nicht was. Aber wir haben keine Zeit. Wir müssen uns aufmachen nach Deshan. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da den Wegschrein habe. Normalerweise, wir haben ja hier oben ungefähr, haben wir die Quest ja jetzt erhalten. Dann müsste man hier weiter runter reiten und da würde man dann durchkommen nach Deshan. Ja, genau. Ich habe aber den Wegschrein hier oben frei. Deswegen reise ich einfach so hier hin. Zeit, dass ihr kommt. Ja, mit dir wollte ich eigentlich nicht sprechen, aber du bist auch schon wieder die Hauptquest. Wie viele Hauptquests habt ihr hier eigentlich? Ganz ehrlich. Ich muss mich jetzt erstmal darum kümmern, dass wir den Typen hier finden. Nee, es ist eine Frau. Wer hätte gedacht, dass sich so viele Kranke im Serg versammeln? All diese Leute. Sie sind so krank. Euer Vetter hat mich gebeten, euch diesen Brief zu geben. Ein Brief? Von meinem Vetter? Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich bin froh, dass er es nach Steinfälle geschafft hat. Danke, dass ihr mir das hier gebracht habt. Ja, holt euch das Heilmittel. Kommt ihr Leute, kommt. Kommt zur Quarantäne in Serkamora, dem Serg, und empfangt dort ein Heilmittel, das euch vor der Lodusseuche beschützen wird. Adlige und Bürger, reich und arm, jeder erhält das Heilmittel völlig kostenlos. Setzt euer Leben und das eurer Lieben nicht aufs Spiel. Die Leidgeborenen sind hier, um euch allen zu helfen. Also egal, ob ihr an der Seuche leidet oder gesund seid und kein Anzeichen der Krankheit habt, das Heilmittel der Leidgeborenen wird dafür sorgen, dass ihr von dieser furchtbaren Seuche geschützt seid. Die großen Häuser können diese Seuche nicht aufhalten. Das Tribunal hat keine Antworten, aber die Leidgeborenen kennen eine Lösung. Darauf gebe ich euch mein Wort. Wunderheilerin Breva. Ja, wo ist jetzt die eine? Die läuft mir jetzt nicht so weit hinterher. Die ist nicht ganz so aufdringlich, wie ich gedacht hatte. Deswegen laufen wir wieder zurück, weil sie hat nämlich tatsächlich die Hauptquest, die wir jetzt brauchen. Wo wart ihr? Ich habe schon tagelang auf eure Ankunft gewartet. Ich war nur ganz kurz. Wartet. Seid ihr die ganze Verstärkung? Ich bin mir nicht sicher, wovon ihr da redet. Vielleicht solltet ihr am Anfang anfangen. Dann hat euch nicht das Tribunal geschickt? Ach, sei's drum. Ich bin nur froh, dass ihr hier seid. Das hier ist Serkamora, oder kurz das Serg. Die Lodos-Seuche hat uns erreicht, kurz bevor die Leidgeborenen eintrafen. Sie behaupten, sie wären zum Helfen hier, aber ich traue ihnen nicht. Wie kann ich euch helfen? Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich ob all dieser Verwirrung meinen Bruder Detisam aus den Augen verloren habe. Er ist der Stadtkonsul. Gestern wollte er losgehen, um nach den Einheimischen zu schauen, die von der Seuche befallen wurden. Aber dann ist er verschwunden. Könnt ihr mir helfen, meinen Bruder zu finden? Ich werde euch helfen, euren Bruder zu finden. Jemand in der Stadt muss wissen, was mit Detisam geschehen ist. Er kommt gern zu Besuch und spricht mit all unseren Nachbarn. Kommt, je eher wir meinen Bruder finden, umso eher kann ich mich um die Seuche kümmern. Darf ich euch ein paar Fragen stellen? Oh, bei Vivek. Wo bleiben denn meine Manieren? Natürlich. Das ist doch das Mindeste. Wo ihr euch doch schon bereit erklärt habt, mir bei der Suche nach meinem Bruder zu helfen. Was möchtet ihr wissen? Wer sind die Leidgeborenen? Die Leidgeborenen? Soweit ich das sagen kann, sind sie eine ziemlich junge Sekte. Halb Söldnergruppe, halb mildtätige Wohlfahrt. Sie haben denen geholfen, die an der Seuche erkrankt sind. Sie sind hier aufgetaucht und haben eine Quarantänezone errichtet. Und jetzt behaupten sie, ein Heilmittel zu haben. Woher kamen die Leidgeborenen? Sie haben Mitglieder aus ganz Morrowind. Und sie suchen immer nach neuen Rekruten.
Ich habe einen in Kragenmoor sprechen gehört. Lauter Unsinn, wenn ihr mich fragt. Wunderheilerin Breva leitet die Quarantänezone und sie ist es auch, die das Heilmittel verteilt. Erzählt mir von der Seuche. Habt ihr nicht von der Lodos-Seuche gehört? Die Leute werden krank und dann gewalttätig. Manche sagen, sie würden Monster, aber davon habe ich nichts gesehen. Zumindest noch nicht. Die Leitgeborenen haben ein Heilmittel. Sie haben versprochen, alles in Ordnung zu bringen. Daher haben wir ihnen erlaubt, die Quarantänezone einzurichten. Ihr habt euren Bruder als Stadtkonsul bezeichnet. Was hat es damit auf sich? Als hochrangigstes Mitglied des Hauses Redoran in dieser Stadt hat er hier mehr oder weniger das Sagen. Und er macht seine Sache gut. Die Einheimischen wenden sich an ihn, wenn sie Führung und Rat brauchen. Und ehrlich gesagt tue ich das auch. Okay, das heißt, wir haben jetzt erstmal drei Stellen, wo wir hin müssen. Natürlich sind die Eingänge komplett auf der anderen Seite. Onkel, alles in Ordnung? Ihr seht so blass aus. Kein Wunder, dass mein Bruder nicht wollte, dass ich euch besuche. Sorgt euch nicht um mich. Ich werde ihm nur wieder auf den Beinen sein. Aber was ist mit euch? Euer Bruder sagte, dass keiner von euch schon das Heilmittel genommen hätte. Onkel, ich bin mir mit diesen Leitgeborenen nicht sicher. Und ihr Heilmittel klingt zu gut, um wahr zu sein. Aber sorgt euch nicht um mich. Seid einfach vorsichtig. Ich sehe, dass Erona einen neuen Soldaten in ihre private Armee aufgenommen hat. Ich versuche bei der Suche nach ihrem Bruder Betisam zu helfen. Wird Detisam vermisst? Er kam gestern zu Besuch. Ich weiß, dass er noch woanders vorbei wollte. Er schien aber wegen der Leitgeborenen aufgebracht zu sein. Da sie sich so in der Quarantänezone einschließen und kein Heilmittel mehr ausgeben, das machte ihn wütend. Gibt es irgendetwas, das ich für euch tun könnte? Der Besuch meiner Nichte war mehr als genug. Mir geht es schon besser. Davon abgesehen, ich habe schon schlimmere Dinge als einen unruhigen Magen und einen bösen Husten überstanden. Ich werde schon wieder. Kann ich euch noch ein paar Fragen stellen? Eine gute Unterhaltung ist wie eine warme Schale Guarlebersuppe. Sie lindert alle Leiden, die man hat. Was wolltet ihr mich fragen? Was könnt ihr mir über die Seuche erzählen? Sie nennen sie Lodos-Seuche. Vielleicht weiß Vivek, woher sie kam. Ich jedenfalls tue es nicht. Ich kann euch sagen, dass sie schon mehr aufbieten muss, wenn sie mich umbringen will. Oder mich in irgendein Monster zu verwandeln versucht, wenn man den Geschichten Glauben schenken will. Seid ihr wirklich Eronas Onkel? Ich bin ein Blutsverwandter des Hauses Redoran, wenn ihr das meint. Oder eher ein Vetter fünften Grades, wenn ihr es genau haben wollt. Aber ich stand Erona und ihrer Familie nah, seit sie und Detisam noch Kinder waren. Wann sind die Leitgeborenen aufgetaucht? Ich glaube, es war vor 12 Morgen. An dem Tag, an dem der wilde Nix Imildes grübelnden Elfen stöberte. Wunderheilerin Breva hat die Quarantänezone binnen weniger Tage errichtet. Danach fing sie mit der Verteilung des Heilmittels an. Ja, die haben auch nichts zu lesen hier, ne? Dann reden wir mal mit den anderen Bewohnern. Moment, das ist, glaube ich, hier unten. Bei den Dreien, dieser Ort riecht furchtbar. Ne? Was getan werden muss? Okay, das zählt jetzt auch dazu.
Tretet den Leidgeborenen bei. Könnt ihr euch gerne durchlesen? Ach, schaut mich an. Ich sehe schrecklich aus. Ihr müsst meine furchtbare Erscheinung wirklich entschuldigen. Ich habe mich in letzter Zeit nicht gut gefühlt. Übrigens, habt ihr nicht zufällig Wunderheilerin Breva gesehen, oder? Sie hat mir versprochen, mir mehr vom Heilmittel der Leidgeborenen zu bringen. Ich fürchte nicht. Wir suchen nach Detisam. Habt ihr ihn gesehen? Detisam? Der Stadtkonsul? So ein netter junger Mann. Aber ja, ich erinnere mich, dass er mich gestern besucht hat. Er meinte, er müsste noch nach anderen Einheimischen schauen. Aber dass er mir so schnell wie möglich ein Heilmittel bringen würde. Was wisst ihr über dieses Heilmittel der Leidgeborenen? Das Heilmittel? Ein bemerkenswertes Zeug. Es schmeckt schrecklich, aber spült die Seuche sofort aus dem Körper. Eine dieser entzückenden Leidgeborenen gab es mir vor ein paar Tagen. Wunderheilerin Breva nannte sie sich. Ich glaube aber, dass ich noch eine Dosis brauche. Kann ich euch noch etwas anderes fragen? Ich mag krank und etwas derangiert sein, aber meine guten Manieren habe ich nicht verloren. Was möchtet ihr wissen? Erzählt mir mehr über die Leidgeborenen. So eine höfliche junge Dame, diese Wunderheilerin Breva. Sie behauptete, sie wären hier, um uns die Hilfe zu geben, die das Tribunal uns verweigert hat. Sie haben ein Heilmittel gegen die Seuche, wisst ihr? Ein abscheuliches Zeug. Aber meine Mutter meinte immer, dass die beste Medizin stets schrecklich schmecken muss. Wann ist die Seuche zuerst im Serg ausgebrochen? Das weiß ich nicht sicher. Vielleicht weiß es die Alchemistin Nelyne. Ich kann euch nur sagen, dass ich mich erst seit ein paar Tagen krank fühle, nachdem ich das Heilmittel der Leidgeborenen nahm. Sie meinte schon, dass das passieren würde. Es muss euch erst schlechter gehen, damit es euch besser gehen kann, sagte die Leidgeborene. Das klingt mir sehr nach einer Sekte. Und das klingt mir auch nicht nach einem Heilmittel, sondern nach dem Gegenteil. Das können wir auch noch mitnehmen, aber da war ich eigentlich jetzt nicht drauf und gucken. Das ist, glaube ich, dahinter, oder? Ah, nee, hier. Grell? Grell, seid ihr hier drin? Irgendwo in diesen ganzen Schutthaufen sicher. Eieiei, das sieht wirklich aus wie die letzte Unterkunft. Wo sich nach einem Krieg alle... Beim Tribunal! Grell! Armer Grell, was im Namen des Vergessens ist mit ihm geschehen? Verschwinden wir von hier. Je kränker die Leute werden, umso zusammenhangsloser werden sie. Und jetzt sieht es so aus, als ob die Gerüchte wahr wären. Die Lodos-Seuche verwandelt die Leute in Monster. Ich denke nicht, dass wir meinen Bruder je finden werden. Vielleicht solltet ihr euch im Quarantänelager der Leidgeborenen umsehen. Das Quarantänelager? Ich schätze, es ergibt Sinn, dass Detisam nachschauen wollen würde, was die Leidgeborenen da drin treiben. Und ich warte auch immer noch auf irgendeinen Beweis, dass das Heilmittel wirkt. In Ordnung. Wenn ihr in das Quarantänelager gehen möchtet, dann komme ich mit. Erzählt mir, was ihr über die Quarantänezone wisst. Die Leidgeborenen haben ihr Quarantänelager um den alten Friedhof herum errichtet. Anfangs haben sie noch Leute hineingelassen und großzügig das Heilmittel verteilt. Aber vor ein paar Tagen haben sie das Haupttor geschlossen und reagieren seitdem auf keine unserer Nachfragen. Irgendeine Idee, wie wir da reinkommen? Detisam hat ihnen bei ihrer Ankunft den Schlüssel zum alten Friedhof gegeben. Und ich habe gesehen, wie die Leidgeborenen durch das Hintertor rein und raus gehen. Wenn wir zum Hintertor gehen, bin ich mir sicher, dass wir einen Leidgeborenen dazu bringen können, uns reinzulassen. Dann machen wir das doch mal. Hier können wir nichts mitnehmen oder anschauen oder sonst was. Das ist übrigens ein sehr schönes Haus. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Irgendwas mit Quantum oder sowas. Da habe ich mein japanisches Häuschen von gemacht. Da habe ich ein Video auf Alpha-Wölfen von hochgeladen. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. So, dann müssen wir hoffentlich von dieser Seite einmal hier entlang.
Ja, sieht aber eher so aus. Schaut, es ist genau, wie ich es euch gesagt habe. Die Leitgeborenen nutzen die Hintertür. Schauen wir mal, ob einer von ihnen den Schlüssel hat. Hey, was macht ihr Idioten da? Sehen wir für euch, wie soll... Habt ihr das gesehen? Sie haben uns angegriffen. Und auch noch ohne Grund. Wir müssen den Schlüssel aufspüren und herausfinden, was die Leitgeborenen darin verstecken. So ganz ohne Grund. Ich meine, ich habe sie ja eigentlich streng genommen angegriffen. Wir gehen auch sofort rein, aber ich nehme noch mal kurz die Himmelsscherbe hier mit. Sollte man nicht vergessen. Solange ich mich jetzt nicht um den Boss kümmere, ist alles gut. So. Dann schleichen wir uns mal hier rein. Wir müssen nach links. Dort drüben. Irgendwann werdet ihr diese Tore öffnen müssen, ihr Sivit. Eine der Höhlen muss ihn erwischt haben. Was haben sie da drin vor? Und warum wollen sie nicht, dass ich einen Blick auf ihr Heilmittel werfe? Oh, entschuldigt. Ich habe euch in meiner Entrüstung gar nicht dort stehen sehen. Kann ich euch helfen? Nein, wartet. Ihr könnt mir helfen. Wie kann ich euch helfen? Ich bin die örtliche Alchemistin und ich brauche eine Probe des Heilmittels der Leitgeborenen. Sie haben sich geweigert, mir eine zu geben. Es wäre eine Geheimformel, meinen Sie. Nun, ich will herausfinden, was in diesem Wunderelixier ist. Ich vertraue nichts, was man geheim hält. Das ist sehr clever. Ihr möchtet, dass ich euch das Geheimmittel, dass ich euch das Heilmittel hole? Überspringt ihr bei jeder Geschichte so viele Kapitel? Heutzutage hat wirklich niemand mehr auch nur ein Quäntchen Geduld. Aber ja, ich brauche ein paar Flaschen mit diesem Heilmittel. Ich bin mir sicher, ihr werdet in der Lage sein, einen Weg in die Quarantänezone zu finden. Dann werden wir sehen, was in dieser Geheimformel steckt. Na schön, ich werde versuchen, ein paar Flaschen dieses Heilmittels zu holen. Achtet hier drin auf eure Schritte. Ich vertraue den Leitgeborenen oder ihren guten Absichten nicht. Darf ich euch ein paar Fragen stellen? Schießt los, sofern ihr mir versprecht, das Heilmittel zu besorgen, sobald wir hier fertig sind. Was wisst ihr über die Leitgeborenen? Nicht viel. Sie sagen, sie wären nur zum Helfen hier, aber sie verhalten sich überhaupt nicht wie irgendwelche Wohltäter. Ich traue ihnen nicht. Daher möchte ich auch herausfinden, was in dem Heilmittel ist, das sie unter der Bevölkerung verteilen. Erzählt mir vom Heilmittel der Leitgeborenen. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie behaupten, das Elixier wäre ein Heilmittel für die Loddos-Seuche, aber ich habe noch keinen gesehen, der sich von der Krankheit erholt hätte. Ich könnte euch noch mehr sagen, sobald ihr mir ein paar Proben des Heilmittels zum Untersuchen bringt. Was macht ihr hier in der Stadt? Ich bin Alchemistin. Ich bin für Ornis eingesprungen, als er sich zur Ruhe setzte. Ich habe auch eine Grundausbildung als Heilerin. Vor der Ankunft der Leitgeborenen war ich es, zu der die Einheimischen kamen, wenn sie krank wurden. Ja, dann lasst uns mal reingehen. Hey, was macht schon eine kleine Erpressung unter... Bei den Dreien, dieser Ort lässt mir das Mark gefrieren. Versuchen wir, meinen Bruder zu finden und dann nichts wie weg hier. Okay, das Heilmittel macht komische Geräusche, aber das haben wir schon mal. Und was war das mit der kleinen Erpressung unter Freunden? Da müssen wir auch mal eben nachschauen. So. Achso, wir müssen mehrere Heilmittelflächen sammeln. Dann machen wir das doch. Heiler ist tot, tut mir leid. Habe ich das noch? So, Charge 6. Nutzlos, absolut nutzlos. Okay. Nimmt weniger trockenes Leichenblut und versucht es erneut. Achtet auf die Temperatur in den Kesseln. Eieiei. So, das heißt, wir müssen hier durch und noch weitere Beweise suchen. Das war der Rest. Nein. Wir müssen noch einen Beweis und ganz viel Heilmittel, in Anführungszeichen, suchen. Das sind dann wahrscheinlich die armen Schweine hier, die das Heilmittel angenommen haben. Gehe ich mal stark von aus.
Aber das ist gut, dass das immer so komische Geräusche von sich gibt. Ist sehr unlogisch, aber ist gut. Guten Tag. Wobei die eher wie Vampire rumlaufen, habe ich so das Gefühl. Weniger wie Zombies. Senken wir die Menge an Wolfsgalle um ein Viertel, okay. Keine Gnade. Die Beweise haben wir, aber wir müssen noch eine Sache holen. Ich glaube, ein Heilmittel fehlt uns noch. Das heißt, da können wir direkt durch. Okay. Bethisa, mein Bruder, was ist mit euch geschehen? Bei den Dreien. Ich fürchte, die Seuche verschlingt euch, Bruder. Erona, was macht ihr hier? Es ist nicht sicher. Die Leitgeborenen haben uns angegriffen und die Befallenen verwandeln sich in Seuchenhüllen. Oh, Detisam, das ist grauenhaft. Die Leitgeborenen verbreiten die Seuche. Aus irgendeinem Grund wollen sie, dass sich alle anstecken. Sie sind keine Heiler. Sie sind Monster. Darf ich jetzt mal kurz lesen? Oder das zumindest mal eben anklicken, damit ihr das lesen könnt. So, jetzt. Die Lodos-Seuche. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß eindeutig, dass das Heilmittel der Leitgeborenen in Wahrheit die Quelle der Krankheit ist. Was sie auch planen, ihr müsst sie aufhalten. Ihr braucht einen Heiler. Das ist nicht wichtig. Bringt meine Schwester hier raus und haltet die Leitgeborenen auf. Vernichtet dieses angebliche Heilmittel. Und macht dieser verrückten Wunderheilerin Breva den Garaus. Ich glaube nicht, dass Aerona auf euch von der Seite weichen wird. Dann stimmt sie um. Es ist zu spät für mich. Ich möchte mich nicht in eins dieser Dinger verwandeln und meiner Schwester wehtun. Außerdem ist sie eine Redoran. Sie hat eine Verantwortung für das Serg und seine Bewohner. Also ich würde ja sagen, noch bleibt Zeit, ihm zu helfen. Ich hoffe dann nur, dass er sie nicht angreift. Ich sag mal nein, noch bleibt Zeit, um euch zu helfen. Ihr seid genauso dickköpfig und stur wie meine Schwester. Möge Vivek euch verdammen. Na gut, tut, was getan werden muss. Aber falls das Undenkbare geschieht, erwarte ich von euch, dass ihr mich aufhaltet, bevor ich jemanden verletze. Dichisam, du Svit. Wir lassen dich nicht zurück. Ich gebe zu, ich hab's immer einfach weitergeklickt. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr da tut. Ich könnte jeden Moment zu einer Seuchenhöhle werden. Ja, kommt lieber Meine mit. Meine Entscheidung ist endgültig. Zudem bist du krank und kannst nicht klar denken. Ich bringe dich hier heraus und unsere Freundin kümmert sich um die Leitgeborenen. Genau. Das wollte ich jetzt sagen. Ich hoffe, dass das jetzt okay war, dass es gut war. Wir müssen uns mit den anderen Kadern der Leitgeborenen neu formieren und diese Seuche über ganz der Schan verbreiten. Okay. Ja, wir haben das Zeug jetzt da reingemacht. Das heißt, wir kommen jetzt hier quasi so durch. Wo ist denn die, mit der wir sprechen müssen? Achso, das ist jetzt gerade umgeswitcht. Vorsichtig damit! Ihr seid böse. Sagt mir das doch einer im Voraus. Wir können die Leitgeborenen nicht aufhalten, Närrin. Wir sind das reinigende Feuer, das sich durch Morrowind frisst. Das machst du aber nicht nochmal. So, meine ich doch. So, gegen falsche Götter. Fürchtet keine falschen Götter, denn ihre alleinige Gegenwart ist eine Lüge. Gestohlene Macht von unverdienten Artefakten. Sie werden von hirnlosen Vieh angebetet. Das tut, was man ihm sagt. Ihr verbeugt euch vor ihnen nicht aus Verehrung, nicht aus Respekt. Ihr verbeugt euch vor ihnen aus Angst.
aus unbekannten Wahrheiten, die nicht erzählt werden. Aber warum? Weil es richtig ist? Weil es dies ist, was von euch erwartet wird? Und dann geht es immer so weiter und so fort. Korruption und Täuschung. Mögen die drei unseren Zorn spüren. Okay. Dann werde ich erstmal hier alles zerstören. So. Ich würde dann aber gerne noch looten vorher. Forschung zerstören. Es ist schon ganz lustig, weil ich, wie gesagt, sonst das so nie gemacht habe. Ich bin dann einfach weiter durchgelaufen. Hat ihn da quasi anscheinend sterben lassen. Also, beim ersten Mal natürlich nicht. Da habe ich natürlich drauf geachtet, was ich tue. Aber ich kann verstehen, dass sie ihrem Bruder helfen will. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Sieht aber nicht so aus, als ob sie ihm helfen konnte. Ach nee, das ist die andere. Konntet ihr eine Probe vom Heilmittel der Leidgeborenen an euch bringen? Ich bin wirklich neugierig, woraus das Elixier besteht. Bitte sehr. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Elixier gar nichts heilt. Ich habe die Einheimischen im Auge behalten, denen dieses Heilmittel verabreicht wurde, und bin zum gleichen Schluss gelangt. Doch ich werde erst Gewissheit haben, sobald ich das Elixier analysiert habe. Nehmt das. Es ist zwar nicht viel, aber ich bin mir sicher, dass ihr dort drin auch nicht allzu viele Schwierigkeiten hattet. Sag es nicht. Danke für eure Hilfe. Entschuldigt mich, ich muss noch etwas alchemistischen Zauber vollbringen. Schreib ich doch nicht so an, ich bin sensibel. Okay. Dann suchen wir jetzt noch mal eben sie und ihren Bruder auf. Ich bin froh, dass ihr es auch aus der Quarantäne geschafft habt. Hat man sich um diese Halunken von Leidgeborenen gekümmert? Die Leidgeborenen sind erledigt, zumindest hier im Serg. Wie geht es eurem Bruder? Nicht gut. Alchemistin Nilün glaubt wohl, sie wäre so etwas wie eine Heilerin. Und sie hat Detisam und die anderen Erkrankten versorgt. Hoffentlich entwickelt sie bald eine Behandlungsmethode für sie. Kommt die Alchemistin voran? Ein wenig. Zumindest wirkt sie zuversichtlich. Aber was verstehe ich schon von Tränken und Elixieren? Aber sagt mir, glaubt ihr, dass die Leidgeborenen eine Gefahr für den Rest des Schans darstellen? Ich bin mir nicht sicher. Es klang ganz sicher so, als würden ihre Pläne nicht nur das Serg betreffen. Genau das denke ich auch. Aber vielleicht haben eure Bemühungen auch ausgereicht, um all dem ein Ende zu machen. Fürs Erste zumindest ist das Serg sicher. Nehmt dies zum Dank dafür, dass ihr uns geholfen habt. Und wir erhalten einen Kopf von Muttertränen. Die Leidgeborenen sind erledigt. Aber ich könnte eure Hilfe noch brauchen, wenn es euch nichts ausmacht. Natürlich, was braucht ihr denn? Es geht um meinen Bruder. Er ist immer noch krank und sein Zustand hat sich sogar noch weiter verschlechtert. Nilün entwickelt gerade eine Behandlungsmethode, aber sie könnte eure Hilfe brauchen. Sie kann nicht in ihrem Alchemielabor arbeiten und gleichzeitig die Zutaten sammeln, die sie braucht. Was soll ich tun? Sprecht mit Nilün. Lasst sie wissen, dass ich euch gebeten habe, sie zu unterstützen. Sie ist manchmal etwas abgehoben, aber sie wird euch schon sagen, was ihr für sie tun müsst. Ich werde sofort mit Nilün sprechen. Jetzt ist er hin. Dahin gesiecht sozusagen. Nein, das noch nicht so ganz. Ja, dann würde ich sagen, dass hier der perfekte Moment ist, um einen kleinen Cut zu machen. Weil wir haben fürs Erste zumindest die Bedrohung aufhalten können. Naja, aufhalten ist relativ, aber zumindest schon mal so weit in den Griff bekommen. Und ja, machen in der nächsten Folge dann direkt hier weiter, um mit Nilin zu sprechen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.